Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer. Wir sind wieder heute am 26. Februar 2022 am Samstag angekommen beim Verantwortungstreff oder Samstalk, der ältesten Talkshow von Schenker-Bewegung seit circa 10 Jahren. Und dieser Samstalk oder überhaupt unsere Talks werden immer multifunktionaler, kann man sagen. Ursprünglich begann es damit, dass wir gesagt haben, also auch überregional sollten Menschen mal ins Gespräch miteinander kommen und aus dem alltäglichen Fluss der Dinge des Lebens, der Gesellschaft so heraustreten und die Verantwortungsfrage stellen. Warum nicht einmal die Woche, einmal im Monat sich wirklich da rausnehmen und fragen, ist das Ganze überhaupt verantwortbar? Zumal wir denken, da kommen ganz spannende Dinge bei raus. Aber das lassen wir offen, das sollte jedenfalls der Anstoß sein für die Verantwortungstreff. Und die haben jetzt seit einigen Monaten die Form angenommen, dass ich hier mit dem guten Dylan eine Art Kernteam bilde. Und wir verstehen das gleichzeitig als Keimzelle einer überregionalen, einer digitalen Kommuneentwicklung, weil wir glauben, das Allerwesentlichste für eine gute, tragfähige Kommuneentwicklung ist, dass sie auf freie Argumentekultur gebaut ist. Also dass man offen und vernünftig über alles reden kann und Lösungen anstrebt, statt sich anders zu verzetteln. Und da hat der Dylan auch eine gute Anzeige mal geschaltet, worin er das als zentralen Nerv der Entwicklung beschreibt und uns auch als Supervisorenteam anbietet. Und da ist dieser Talk und die anderen Talks, die wir machen, schon sozusagen ein Teil des Keimlings, so etwas zu entwickeln. Jetzt kommt noch dazu, dass der Dylan mit gutem Recht die Anregung gegeben hat, dass wir schauen müssten, wenn wir unser Ding hier ernst meinen, die nötige Reichweite zu bekommen. Und neben den Talks, die wir haben, also einem hier am Samstag immer für die sozusagen Orga-Leute schon, die diese Kommunen so aufbauen wollen, und am Montag die Wandelgespräche, ein Talk, wo wir offen sein wollen für alle, also auch irgendwelche Kinder, die einfach nach Orientierung suchen, dass die da schon eine erste Anlaufstelle finden können, sozusagen alle können mit allen über alles freundlich reden. Und dann kommt man automatisch natürlich auch zu den wichtigen Fragen und dem Wandel, der in der Welt wohl nötig ist. Und der Dylan hat darauf hingewiesen, dass es schade ist, dass es diese Dimension der freien Argumentekultur für die Ebene der großen Multiplikatoren noch nicht gibt. Also die sind dann oft in irgendwelchen Foren, wo die sich treffen, wie Weltwirtschaftsforum, wo sie ganz stark schon auf einer eingeengten Schiene, ideologischen Schiene sind und nicht offen sind für alle rationalen oder wissenschaftlichen Lösungsvorschläge, egal wie gut die argumentativ vielleicht auch in ihrer Qualität sind. Alles, was dann nicht in vorgegebene politische Interessentraster passt, wird auch gleich gnadenlos gar nicht zugelassen oder ausgesiebt. Und es bräuchte eigentlich eine echte Plattform, ein echtes Orientierungs- und Lösungssuche-Forum, eine Zukunftskonferenz oder Verantwortungskonferenz für die Weltentwicklung, wo es rein nach argumentativer oder wissenschaftlicher Qualität der Vorschläge geht und nicht, wie weit sie in willkürliche Ideologievorgaben reinpassen. Und insofern sind also unsere Talks, auch jetzt dieser Samstag hier, schon ein Teil von Keimzelle für so eine Dimension, also für so eine Zukunftskonferenz oder ein New World Economic Forum, wo wir gerade dabei sind, Einladungstexte zu machen und die dann rumschicken, also auch Verteiler anlegen, wo ihr dann auch alle gut mitmachen könnt, ne, alle, die ihr jetzt begeistert, auch hier zuschaut, weil ihr euch mit der Wichtigkeit wirklich konzentriert beschäftigen wollt. Da könnt ihr alle mithelfen, dann das zu verbreiten, damit die großen Multiplikatoren in Politik, Wirtschaft, gesellschaftlicher Wahrnehmung, damit die auch sich mit einbinden können in einen Prozess echter, vernünftiger, argumentativer Verantwortungsentwicklung für die Welt. Gut, das zu den multifunktionalen Dimensionen, die unser Talk hier hat. Zur Technik noch, wir machen das dann immer im Sinne des Redekreises. Jeder hat eine bestimmte Zeit, der Dylan, der freundlicherweise das Ganze mit der Aufnahmetechnik auch macht, kümmert sich um die Technik auch der Zeitnahme und macht immer piep, 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 wenn die Zeit vorbei ist, sodass man dann seinen Gedanken abrunden kann und weitergeben kann.
Und ja, so kommt jeder zu Wort und keiner muss die Sorge haben, übergangen zu werden, wenn er nicht schnell genug dazwischen prescht, wo die anderen reden. Ist also eine ganz tolle gewalt- und herrschaftsfreie Form der Rundenkultur. Soweit, das soll es sein. Damit gebe ich dann für einen ersten inhaltlichen Beitrag an den Dylan. Ja. Und ich habe jetzt die Telefonleute leise gestellt, sodass wir die Telefonleute jetzt nicht hören, aber man müsste mich jetzt gut hören. Auch bei die Telefonleute müssten mich gut hören. Also haben wir jetzt die Technik, die alles einschließt. Ich zeige mich nochmal auf dem Bildschirm, den möglichen Stream-Zuschauern, den möglichen Live-Fernsehsendung-Zuschauern, zumindest mal mit der Hand heute. Ich bin nämlich schon so im gemütlichen Modus hier. Und ja, also ich beginne mal damit, dass ich ja auch sozusagen die Mehrschienigkeit verfolge, die wir so haben, nämlich dass ich ja auch hier versuche, die Gemeinwohl, Gemeinschaft Köln-Süd zu starten oder da ein Startpunkt dafür zu sein, mit dieser Wohnung hier ein Startpunkt zu sein. Der ÖFF hat ja noch 10 weitere Locations. An sich wollte heute auch eine Frau sich bei ÖFF erkundigen, was für Möglichkeiten es bei diesen Locations gibt. Aber ich fantasiere mich ja jetzt so zu Übungszwecken in Vorbereitung darauf, dass wir eben, ich fantasiere mich jetzt schon quasi in dem zukünftigen New World Economic Forum, in dem neuen Weltwirtschaftsforum, neuer runder Tisch, ohne jegliche Cancel Culture. Jeder Lösungsentwurf darf unzensiert sofort teilnehmen. Und ja, und so fantasiere ich mich schon in dem, dass jetzt, ich stelle mir quasi vor, dass Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine, Richard David Precht und wie sie alle heißen und der Lidl-Gründer Dieter Schwarz oder die Aldi-Eigentümer Albrecht und so weiter dabei sind und wir jetzt gerade über die Zukunft der Menschheit reden. Ja? Und da sage ich Ihnen, liebe Sarah Wagenknecht zum Beispiel, wir Naturwissenschaftler, ich kann jetzt ja natürlich nur für die naturwissenschaftliche Perspektive des Weltrates und der Next Scientist for Future sprechen. Und weil ich einfach natürlich bis jetzt noch das glaube, was mir die naturwissenschaftlichen Professoren beigebracht haben in meinem Leben. Und die haben mir beigebracht, dass in jeder biologischen Gemeinschaft eigentlich die Alpha-Tiere sehr wichtig sind. Alpha, Beta, Gamma sind extrem wichtig bei den meisten Tierarten zum Beispiel, bei den meisten Tiergruppen. Werden auch die wesentlichen oder hauptsächlichen Kinder auch gezeugt von den Alpha, Beta, Gamma Lebewesen. Bei den Omega sieht es oft schlecht aus oder die bekommen relativ wenig Kinder statistisch gesehen. Und das heißt, dass es aus unserer naturwissenschaftlichen Sicht so war, dass die Sozialsparten uns alle aufgehetzt haben, uns alle, auch Marx zum Beispiel, Karl Marx, in einer bestimmten Weise haben interpretieren lassen, nämlich so interpretieren lassen, dass wir also denken über unsere Alpha-Tiere sozusagen, denken, ja, ach, diese bösen, schlechten Ausbeuter und Mehrwertabschöpfer und so weiter, das sind ja alles böse und schlechte Menschen. Da ist unser Rat als Naturwissenschaftler, da den Sozialsparten nicht auf den Leim zu gehen. Wieso Sozialsparten? Was hatten die denn davon, wenn wir uns gegen unsere eigenen Alpha-Tiere wenden und diese mit überzogenen Steuern aus dem Lande vertreiben würden und in
zum Abwandern auch und zum Mitnehmen ihrer Arbeitsplätze veranlassen würden, sodass dann Mercedes demnächst in Polen stattfindet oder in der Tschechei oder wo auch immer stattfindet, aber nicht mehr in Deutschland. Und dann hätten wir nämlich dann in Deutschland entsprechend mehr Arbeitslose. Jedenfalls hätten wir mehr Armut in Deutschland, mehr Sozialfälle. Und die Sozialsparten wären die einzigen, die an der Sache gewinnen, genauso wie jetzt beim Ukraine-Konflikt, die einzigen, die gewinnen, die weltweiten Waffensparten sind, die daran profitieren. Ne? Also wir sagen Ihnen, liebe Sarah Wagenknecht und so weiter, diese Idee, dass wir so aggressiv uns wenden sollen gegenüber den Alphatieren, den Reichen, den Unternehmerfamilien, und so weiter, die kommt eigentlich aus den Sozialsparten. Das ist eigentlich keine gesunde linke Perspektive, sondern es ist eine unrealistische linke Perspektive. Es ist quasi sozusagen, eigentlich ist man mit dieser Wendung gegen die Reichen sozusagen so etwas wie eine Dienstmark der Sozialsparten und derer vorteilbringende Irrtümer. Und wir müssen also sehen, wir müssen ein Gleichgewicht halten. Und wir als Weltrat und Next Scientist for Future empfehlen dringend, sich nicht gegen unsere Alpha-Tiere zu stellen, sondern mit ihnen gemeinsam die neue Gesellschaft zu machen. Und wir sollten die gemeinwohlökonomische Diskussion eröffnen, und das werde ich in der nächsten Runde tun. Aber das wichtigste Anliegen meiner ersten Runde war, dass wir von dieser Feindschaft gegenüber unseren Alpha-Tieren, ist meine Anregung, Abstand nehmen sollten. Das dient nur den Sozialsparten und deren Karrieremöglichkeiten durch Verwaltung immer größerer, veredelnderter Personengruppen in der Gesellschaft. Arbeitslose, Obdachlose und was auch immer. So, und jetzt rufe ich gleich den Öffelf auf. Ich sage ihm dann aber auch gleich, wenn die Technik wieder läuft. So. Öff ist dran und ich hoffe, er hat mich bisher gut gehört. Ja, super, Dylan. Alles klasse. Und ich finde das natürlich auch eine sehr schöne Sicht, sehr integrative Sicht, dass das, was wir jetzt schon machen hier mit den Talks, und ich habe bei der Einladung vergessen zu sagen, wir haben als einen Teil dieser New World Economic Forum oder Zukunftskonferenz Entwicklung auch eine schriftliche Austauschform, unser freie Argumente-Kulturforum, www.freie-argumente-kultur.de. Also das noch dazu. Also das finde ich alles super, das integrativ alles als Elemente schon des Prozesses zu verstehen, hier ein New World Economic Forum oder Verantwortungsforum oder eine Zukunftsweltkonferenz zu gestalten. Direkt auch, dass das ein Anfang schon ist und dass das Bestandteile sind, was wir hier schon tun. Zu dem Thema, was der Dylan angesprochen hat, ja, da bin ich völlig einig, weil in der Linie auch von Gandhi und Vinoba Bhave ist es so, dass man die Gesellschaftsveränderung ja nicht durch Zwangsenteignungen oder gar irgendeine Form von Kriegen, von Kriegen des Proletariats, Diktaturen vom Proletariat, oder umgekehrt halt, wie Warren Buffett sagte, dass wir in einem Krieg der Oberschicht stehen, den dieser auch zu gewinnen gedenkt und wahrscheinlich auch gewinnen kann. Das sind alles nicht die menschenwürdigen Kategorien. Also wir sollten erstmal anfangen mit dem Versuch, wie weit wir durch vernünftiges Sprechen und Argumentequalität miteinander kommen können. Ich habe gerade heute Morgen hier bei einer konkreten Aktion, die ich da mache, ein Widerstandszelt hier neben der Autobahntrasse, wo mit der Wald, unzulässig platt gemacht wird hier in der Gegend. Da habe ich dieses Zelt, das kaputt gemacht war, repariert und da auch den Spruch wieder draufgeschrieben. Erst freundlich reden ist menschlich. Und dann unsere Website global-love.eu. Und also ich bin der Ansicht, dass ich glaube auch, dass das wirklich erfolgversprechend sein kann,
wenn wir mal eine Kerngruppe hätten von Menschen, die die guten Ideale, also die freie Argumentekultur und die Menschengeschwisterlichkeit, was aus meiner Sicht schon reicht als Basisorientierung, wenn das so richtig ernsthaft gelebt werden wollte, also nicht nur eins unter ferner liefen, das 20. Rad am Wagen und überwiegend richtet man sich nach ganz anderen Dingen, sondern das ist ernsthaft unser Anliegen, dass das ganz nach oben rückt und wir wollen das erreichen. Denn wozu wird es führen? Es wird dazu führen, dass, und sei es nur besuchsmäßig, auch die Reichen dann kommen können und können in eine Gemeinschaft kommen, können sich da reinspüren, können schauen, wie könnte sich das entwickeln, die nach solchen Idealen zu funktionieren versucht. Und diese Gemeinschaft wird auch ohne die Reichen schon in sich ständig mit solchen Themen zu tun haben. Wie sieht es aus jetzt mit dem Teilen untereinander? Und man wird das, wie der alte kommunistische Grundsatz besagt, aufteilen. Der heißt nämlich, dieser Grundsatz, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, damit es allen gleich gut gehen kann. Damit wird nämlich automatisch auch von einer Gemeinschaft gefordert, dass sie Maßnahmen entwickelt gegen die Unverschämtheit. Wir können machen, was wir wollen, wir können alle Aufgaben übernehmen, wie wir wollen, wir können alles konsumieren, so wie wir wollen. Das ist Suchtlogik und in keiner Form Verantwortungslogik. Und auch ohne die Reichen werden die Leute untereinander schon zu tun bekommen mit diesen Problemen, die so bedingt sind. Und dann wird man in der Gemeinschaft lernen müssen, sich ja fundiert aufeinander einlassen zu können. Das fängt übrigens vor dem kommunistischen Grundsatz schon damit an, dass alles voneinander im Sinne einer fundierten Konsensfähigkeit erwarten müssen, dass Gewissensgrundwerte wie zum Beispiel global denken, lokal handeln oder eben freie Argumente, Kultur und Menschengeschwisterlichkeit für alle geklärte Voraussetzungen sind. Nicht, dass da einer ganz was anderes will. Also bei Werten, von denen man selbst um seines Gewissens willen oder als Grundlage nicht abgehen darf. Da ist es dann nämlich kein Argument zu sagen, oh, gestern ist der Fritz hier in die Kommune gekommen und der Fritz, der will gar keine freie Argumentekultur, jetzt müssen wir einen neuen Konsens machen. Nee, die richtige Logik ist, ich will freie Argumentekultur und ich werde mich in Entscheidungen nur abhängig machen von anderen Menschen, darf mich nur abhängig machen von anderen Menschen, wo diese Voraussetzung auch geklärt ist, als Selbstverständlichkeit für alle Einzelentscheidungen. Und sonst kann ich mit dem Fritz keine Entscheidungsgemeinschaft, schon gar keine Konsensgemeinschaft, für akzeptabel finden. Also alle diese Voraussetzungen, so wesentliche Voraussetzungen, die wird ein Gemeinschaftsleben dann klären müssen. Und natürlich auch der Punkt, dass dieser Satz, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, wirklich ernst genommen wird. Und nicht der Fritz, weil er eben denkt, oh, ich will jetzt Herzchirurg hier machen in der Gemeinschaft, ne? Macht er halt Herzchirurg, weil er denkt, er braucht das für seine Selbstverwirklichung. Keiner wird wollen, dass der Autoschlosser das Herz operiert und dass der Herzchirurg am Auto schraubt. Das heißt, da wird man wirklich einfach nach Vernünftigkeit gehen müssen und sich auch so entsprechend disziplinieren. Und wenn reiche Leute hinkommen in so eine Gemeinschaft und die sehen, das funktioniert, hier geht es nicht drunter und drüber und die Leute leben hier nicht einfach ihre Willkür auf Kosten der anderen aus, also wie es in den ganzen alternativen Suchtgemeinschaften leider auch viel zu sehr der Fall ist, dann glaube ich, werden die reichen Leute sehen, ey, das ist hier super schön, das ist hier total menschlich erfüllend, das ist hier vernünftig und liebevoll. Und da sind wir von uns aus bereit, mal zu gucken, ne? Und denen fällt es ja nicht schwer, dann zu sagen, oh ja, hier, Mensch, da ist der Fridolin, der macht ganz tolle, sinnvolle Sachen, ist liebevolles Gemeinschaftsmitglied hier und der braucht halt noch ein bisschen mehr, vielleicht damit er sich noch mehr entfalten kann. Dann werden die reichen Leute sagen, ja, da ist es doch viel besser, wir setzen unsere Mittel hier ein, als irgendwo anders, für eine Luxusjacht oder sonst was. Und dann werden sie aus Freiwilligkeit, aus Einsicht und Freiwilligkeit, ja aus Begeisterungsmotivation ins Mitmachen kommen können. Aber das Riesenproblem ist, wir haben leider eben, weil zu wenig, ganz zu wenig Menschen da sind, die ernsthaft hier solche Modellprojekte machen wollen. Deshalb haben wir noch kaum irgendwie Gemeinschaftskeimlinge, Kommunekeimlinge, die so ansteckend sein können mit Begeisterung. Jo, ich gebe an den Dillen. Ja, ich denke, jetzt müsste die Technik wieder funktionieren. Ja, vielleicht nur das als technischer Hinweis. Also der
Diplom-Theologe Jürgen Wagner, der gerade gesprochen hat, der hat jetzt also quasi plädiert für seinen Welt, ja, die Lösungsentwurf-Vorschlag, auch für das Thema Gemeinschaften. Aber wenn wir jetzt im großen Kreise wären und tatsächlich also auch Milliardäre und prominente Persönlichkeiten da wären, dann würde er quasi jetzt zum Beispiel nach jeder Runde, wo alle dran waren, deren Unterschiedlichkeiten und Gemeinsamkeiten zusammenfassen und eben zwischendurch sich dann wie jetzt eben gerade einreihen und seinen eigenen Lösungsentwurf auch mit vorstellen. Ja, so, und jetzt bin ich wieder dran und würde wieder den Lösungsentwurf Weltrat Next Scientists for Future weiter vorstellen. Ich habe das entsprechende Bild schon aufgerufen und starte jetzt meinen Beitrag, nämlich der lautet, also ich habe es eben angedeutet, wir haben auch beim Weltrat auch diese Möglichkeit der Lebensgemeinschaften mit wesentlich erhöhter Lebensqualität. Da sprechen wir sogar von Unterexperimenten in Richtung einer Savannen-Bonobo-kommunistischen Gruppenehe mit entsprechend intensivem Lusterleben. Aber ich muss ja jetzt erstmal erklären, warum ich bei dem politischen Wege, wenn wir jetzt also nicht alle sofort aussteigen wollen, direkt in die Gemeinschaften einziehen wollen, was ich durchaus auch jedem Milliardär empfehlen würde. Ich habe ja auch Einladung geschrieben an alle Milliardäre der Welt sozusagen, hier mal Gemeinwohlgemeinschaft Köln Süd mal zu machen, um wirklich nicht zu sterben, ohne jemals richtig menschlich gelebt zu haben, richtig glücklich und erfüllt gelebt zu haben. Denn jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Die naturwissenschaftliche Perspektive sagt, egal ob arm oder reich, in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus kann man nicht leben. Man kann nur dahin vegetieren, weil der Kapitalismus für alle Menschen gleichermaßen ein Glücksräuber ist, ein Lebensqualitätszerstörer und ein Gesundheitszerstörer und auch ein Friedenszerstörer, wie wir gerade eben wieder erleben, ne? Sarah Wagenknecht hätte gesagt, genau so wie die Wolke den Regen in sich trägt, so trägt der Kapitalismus den Krieg in sich. Ne? Und ja, und die einzigen, die profitieren, sind die Waffensparten. Ne? Ja, und wie geschieht das jetzt? Wie geschieht in der Marktwirtschaft? Warum brauchen wir also die gemeinwohlwirtschaftliche Lösung oder warum müssen wir die Welt der Gemeinwohlökonomien betreten und die Marktwirtschaft verlassen? Eben weil die Marktwirtschaft eben Glücksräuberei betreibt. Ich beschreibe es nochmal kurz hier. Die Leute sehen jetzt hier das Schaubild der mimetisch-genetischen Evolutionsanalysetechnik. Da haben wir den wahrheitsorientierten Früharzt und Frühhändler und der sagt wunderbar, wie ihr so toll euren, ja zum Beispiel eure Bonobo-kommunistische Gruppenehe lebt. Ach, dieser viele Sex, da habt ihr starke Immunsysteme, wunderbar, das macht euch gesund und fit und dann eure naturbelassene Nahrung, super. Und dann taucht aber leider eben nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion kommt es auch zu geistigen Mutationen und es taucht ein Früharzt und Frühhändler auf, der sagt, nein, fürchterlich ekelhaft, euer ganzer Körperkontakt, das ist ja widerlich, hört auf damit, da werdet ihr ja krank und so weiter, ist ja widerlich, hört auf damit. Und außerdem könnt ihr auch meine denaturierte Kunstnahrung, die also später ja dann auch im chemischen Labor designt wird, die könnt ihr genauso gut essen, die ist genauso gesund wie eure naturbelassene Nahrung sozusagen. Und außerdem hat dann irgendwo 100 Jahre weit entfernt hat eine Bonobo-kommunistische Gruppenehe die andere nachts überfallen und totgeschlagen und so weiter.
Und er glaubt diese Irrtümer wirklich. Und dann passiert etwas ganz Merkwürdiges in der Marktwirtschaft. Dass, wenn er diese Dinge wirklich glaubt und immer wieder wiederholt und dann von seinen Märchenerzählern und später von den Medien wiederholen lässt, solche Märchen sozusagen, dann werden die Menschen unglücklich. Die bonobo-kommunistische Gruppenehe löst sich auf, weil die Männer sich sexuell nicht mehr befriedigt fühlen. Alle sind unglücklich, alle haben einen Glückshormonmangel und werden kaufsüchtig, konsumsüchtig, und zwar nach diesen ganzen krankmachenden, denaturierten Gift-Nahrungsmitteln, werden chronisch krank und kaufen Steinäxte und denken über die ersten Angriffskriege nach, so nach dem Motto, wir töten lieber von uns aus die Nachbarkommunen zuerst, bevor die uns töten. Und so kommt alles Übel in die Welt hinein, dass auch das Leben jedes Milliardärs und Reichen dann unglücklich machen muss sozusagen. Denn auch der Milliardär wie Warren Buffett kriegt seinen Krebs durch diese krankmachende Ernährung, und alle sozusagen werden ihres Lebensglücks beraubt, das Gemeinschafts- oder das Bonobo kommunistischen Gruppenehglücks beraubt und vegetieren nur noch dahin. Und das ist Marktwirtschaft und Kapitalismus. Und letzter Satz, aber das muss ich dann in der nächsten Runde weitermachen, dass eben die gemeinwohlökonomische Lösungsperspektive das genau umdreht, nämlich dort wird dann eben der Profit durch diese vorteilbringenden Irrtümer einfach weggenommen. Und eher finanziell eine Strafe dahingesetzt, also so dass dann diese vorteilbringenden Irrtümer aussterben und wir alle wieder glücklich werden dürfen. Aber ich gebe weiter, das mache ich dann in der nächsten Runde, und ich hoffe, der Öffi hatte mich gut gehört. Ich muss jetzt erst einmal wieder umdrehen. So, wir hören. Ja, danke schön, lieber Dylan, für das, was du erklärt hast. Ja, ich glaube, dass das etwas ganz Wichtiges ist, diese Fehlsteuerung der Menschen, indem sie sich durch unmittelbare Vorteils- oder Spaßeffekte leiten lassen und ihre ihnen gleichzeitig auch gegebene Vernunftfähigkeit, also was ist denn auf ganze Sicht gut für mich oder auch für die Welt, was man dann zu einer Einheit machen sollte, weil man kann da nicht dazu stehen innerlich, dass man sein Glück so sucht, dass es auf Kosten der übrigen Menschen oder der übrigen Welt geht. Also wir haben eigentlich diese Vernunftfähigkeit, aber fast alle Menschen sind da ja zu Sucht geprägt, dass wir eher das Unterordnen, diese langfristige Sinn- und Verantwortungsplanung unter viel kurzsichtigere Spaß- oder Belohnungseffekte. Sucht ist nicht, wenn jemand nur Heroin nimmt, sondern Sucht kann schon sein im Alltagsleben, wenn wir einfach da irgendeiner Spaßbeschäftigung nachgehen, und auf zumindest zu unverhältnismäßige Weise das wirklich ganzheitlich Sinnvolle vernachlässigen. Wobei ich ja so weit gehe zu sagen, also der Mensch ist halt so mit seiner Gesamtstruktur, dass man überlegen müsste, schon in einem passenden Maße ihm Ventile zu gönnen oder Ventilbereiche, wie so eine kleine abgegrenzte Ecke oder seine persönliche Intimzelle. Ich sitze hier übrigens, also ich kann sagen, ich lebe es ein Stück weit hier gerade wieder modellhaft. Hier bei uns in der Kommune in Hessen, wo ich bin, habe ich jetzt als mein Büro, oder kann man auch sagen, also diese persönliche Zelle, habe ich hier eine Mini-Ecke in einem der Räume, die ich mir mit ein paar Dachlatten und Decken und so abgegrenzt habe, ein Brett draufgelegt habe auf die Dachlatten, wo ich meinen Computer jetzt auch stehen habe und mein Telefon an die Wand geklemmt, wo ich hier arbeite. Also ich bin der Ansicht, jeder sollte, und das können wir heute in unserer digitalen Zeit leichter machen als je zuvor, seine Intimzelle oder seine Intimecke bekommen, wo er von mir aus zum Monsterjäger, zum Sex-and-Crime-Fan werden kann. Ne? Also was die anderen ja auch in Form der allgemeinen Unterhaltung und Werbung kennen und sich da verpassen lassen. Und dann auch eben auch zum Teil nicht kontrollierte und zum Teil das reale Leben sehr, sehr schädlich beeinflussende Weise.
Also jeder sollte sein menschlich allzu menschliches in seiner Ecke quasi auch ventilmäßig ein Stück weit ausleben lassen, aber verantwortlich eingepasst in das Gesamtleben. Und das Gesamtleben sollte sich nach echten Verantwortungsmaßstäben richten. Und die sind eben nicht nur, welche Nahrung schmeckt mir jetzt, schadet mir aber gesundheitlich auf lange Sicht, oder welche Kleidung ist billig, ist aber mit Kinderarbeit und mit ungünstigen Chemiestoffen hergestellt und so weiter und so fort. Also da im echten Leben, da sollte man uns von uns echte Verantwortungsfähigkeit erwarten können. Und wenn wir das schaffen, also im Grunde genommen tut diese Einstellung, diese Einsicht und diese Einstellung, diese Arbeit an sich selbst, tut jedem Menschen gut, ist schöner auch als das andere, als dieses oberflächliche Haschen nach dem nächsten Kick. Da fühlt man sich viel erfüllter als Mensch mit, viel ganzheitlicher und in seinem Wesen. Aber wie gesagt, diese breite Orientierung am Kick, am nächsten Kick oder jedenfalls an einem zu kurzsichtigen Kick, und wenn das eine Unternehmensplanung ist für den Gewinn im nächsten Jahr oder in 3 Jahren, das spielt keine Rolle, das kann nicht dann letztlich ausschlaggebender Maßstab sein, weil es eben alles zu kurzsichtige Splitterbetrachtung ist. Also egal, wie weit da so ein Kick vielleicht noch reicht, er kommt nicht mit, wenn man mal wirklich in sich schaut und schaut, wie fühle ich mich und wie fühle ich mich, wenn ich so wirklich auch gucke, dass ich im Ganzen sinnvoll leben kann. Insofern habe ich, wie im letzten Beitrag von mir erläutert, tatsächlich die Hoffnung, dass auch die reichsten Leute kommen können und könnten merken, dass ihr Milliardärskonto ihnen nicht diese Lebensqualität, diese Menschenqualität, diese Wesensqualität bieten kann, wie in so einer Kommune zu sein, wo man sich wirklich ehrlich und ernsthaft um den ganzheitlichen Sinn bemüht und dafür Runden macht und dafür in so einem Forum auch den möglichst konzentrierten und intensivierten Austausch haben möchte. Das ist höhere Lebensqualität. Aber wir können es kaum vermitteln, weil die Menschen so suchtgebunden ist, dass sie auch nicht gerade danach rennen, es anzuschauen. Und wir haben nicht die Anschauungsmodelle, die zeigen können, wie schön das so als ganzheitliches Bild sein kann. Ja, aber dafür arbeiten wir ja. Dafür machen wir das. Ich bin dem Dylan da auch sehr dankbar für seine Anregung, wo er das vorantreiben will. Also jetzt auch mit diesem New World Economic Forum oder der Zukunftskonferenz und dass wir unsere Bestandteile, die wir hier praktizieren, schon als Teile davon verstehen, finde ich alles super. Auch, dass er persönlich den Schritt auch gemacht hat, seine Wohnung auch als einen Keimling für so einen Versuch, so einer ganzheitlichen Kommune anzubieten, mit der ganzen Mehrschienigkeit. Ne? Also wenn da einer kommt und sagt, er findet diesen, nennen wir ihn mal geisteswissenschaftlichen Ansatz, wie ich ihn da vertrete, also der Mensch identifiziert sich mit seiner Vernunftseele, hat dadurch am meisten Glück und plant und lebt entsprechend sinnvoll. Oder er sagt, nee, das ist mir eine Dimension, die ist mir noch zu fremd oder zu fern oder zu hoch oder wie auch immer. Ich brauche doch irgendwelche Belohnungsmechanismen. Kann er dann ja haben. Also da hat der Dylan ja auch mit Wohlfühlstimme und anderen Konzepten oder der Weltrat der Weisen ganz tolle Ideen, die aus meiner Sicht echt auch funktionieren können. Also die Mehrschienigkeit mit eingeschlossen, wären das wahnsinnig tolle Experimentalwerkstätten, wenn wir solche Kommune Experimentalorte mal wirklich hätten und nicht alles nur zu eng wieder eingesperrte oder zurechtgestutzte und zensierte Splitterelemente. Ich gebe an den Dillen. Ja. So, jetzt müsste die Technik wieder laufen. Ja, sozusagen unser Grundkonsens jetzt hier unter uns beiden ist ja schon so, dass wir beide versuchen, gemeinwohldienliches Tun in der Welt zu vermehren und unser gemeinwohlökonomischer Ansatz sozusagen, der hilft quasi denen, die nicht so einsüchtig und vernünftig sind, die es also nicht schaffen, sich durch Einsicht und Vernunft und Geisteskraft und Verantwortungsbewusstsein und die Frage nach dem, was ist verantwortbar, nicht es schaffen, damit sich hundertprozentig zu steuern, da setzen wir die gemeinwohlökonomischen Tricksysteme ein. Und wie schon angedeutet, zum Beispiel können wir
wir erfassen sozusagen Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Das können wir reduzieren, auch auf die sogenannte Wohlfühlstimme, die man kombinieren sollte mit einer Alterskorrekturformel und einer vielleicht einer Gesundheitsaufwandserwartungskurve, damit eben kein Anbieter, kein Arzt und kein Supermarktleiter jemals profitieren könnte, dadurch, dass er Risikogruppen versucht, aus seinen Kundenstamm rauszuekeln, weil von denen die Gefahr ausgehen könnte, dass sie häufiger als andere Verschlechterungen im Bereich der Wohlfühlstimme melden könnten. Ja, sondern aber das haben wir alles wissenschaftlich im Griff. Das ist keine so große Schwierigkeit. Das kriegen wir alles hin. Aber entscheidend ist dann insgesamt jedenfalls, dass wir hier sozusagen die gemeinwohlökonomischen Tricksysteme, diese vier unterschiedlichen Richtungen, ja, auf jeden Fall unsere gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Ich plädiere ja jetzt heute dann vor allem für unsere GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, der Next Scientists for Future vom Weltrat. Und da ist eben der Grundgedanke eben der, dass wir sagen, ja, dort, wo die in der Marktwirtschaft die vorteilbringenden Irrtümer zu großen Profiten auf Kosten der anderen Menschen führen und deswegen dann so jemand dann viele leibliche Nachfahren zur Folge hat und viele geistige Schüler und sogar an den Universitäten werden dann seine vorteilbringenden Irrtümer im Rahmen der pseudowissenschaftlichen Fächer an den Universitäten gelehrt sozusagen. Und so werden wir alle einer Gehirnwäsche unterzogen. Und das stoppen wir in dem gemeinwohlökonomischen Denkansatz, stoppen wir das, indem wir hier an dieser Stelle quasi anstatt finanziellen Vorteilen, wie es die Marktwirtschaft automatisch liefert, finanzielle Nachteile liefern. Das heißt also, wir messen, egal wie wir das machen, da können wir lange drüber diskutieren, wie wir das perfekt machen. Wir müssen es aber tun, dass wir Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, zum Beispiel von Lidl und Aldi oder von den einzelnen Marktleitern von Lidl und Aldi und Rewe und wie sie alle heißen, Alnatura und so weiter, erfassen, messen und dann, wenn ein Marktleiter dafür gesorgt hat, dass sein Markt umgebaut wurde in eine Gesundheitsanregungslandschaft, vielleicht mit Ernährungsberaterin, mit roten und gelben Ampelecken und grüner Mittelfläche sozusagen, und die Menschen dort regelrecht wirklich auch gerne sich helfen lassen zu einem gesünderen Ernährungs- und Lebensstil. Und wenn dann die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften das Gleiche tun, die Leute übrigens auch anregen, in Gemeinschaften vielleicht zusammenzuziehen, weil sie dann wieder noch mal weniger krank werden. Und dann gibt's dafür finanzielle Vorteile, sodass also dann in den gemeinwohlökonomischen Tricksystemen sozusagen wir das Gute tun, das Tun, das Gemeinwohldienlichen unterstützen, indem es Belohnungen gibt für menschenfreundliches, gemeinwohldienliches Handeln und die Profite auf Kosten der Menschheit rigoros unterbunden sind. Ja, das ist das Grundprinzip. Und ich plädiere, liebe Milliardäre, die anwesend sind, ich plädiere dafür, wir alle, auch Sie, können nur wirkliches Leben kennenlernen, wenn Sie jetzt mit allen Ihren Kräften die gemeinwohlökonomische Wende weg vom Kapitalismus abschaffen, gemeinwohlökonomisches einführen, schaffen. Und ich
schalte jetzt wieder die Technik um. So, wir hören. Ja, danke schön, Dylan. Ja, ich glaube, man muss einfach ehrlich zu der Tatsache ins Auge blicken, wie sehr man in der Wüste sitzt, wenn man über solche allein schon Entwicklungskonzepte in der Richtung nachdenkt. Von wirklich weitestgehenden Schritten mal ganz abgesehen. Also ich habe ja auch ein paar Jahre im Naturschutzgebiet in der Hütte gelebt. Ein paar Meter weiter war der Fluss. Und ansonsten konnte man sich die Kräuter von der Wiese sammeln. Und vor allem im Winter hatte ich dann auch gar keine Lust, da auf mein Fahrrad zu steigen, wenn ich erstmal mich durch Schneemengen zum Beispiel arbeiten musste, wo es eine halbe Stunde Arbeit war, bis ich auf dem befestigten Weg oder der Straße ankommen würde. Das heißt, da habe ich oft dann einfach von meinen Äpfeln und Nüssen, die ich da in Stiegen da an der Wand gelagert hatte, gelebt und von Wasser, was ich damit unter meine Bettdecke genommen habe, damit es nicht zu kalt wurde. Also von solchen Dingen mal ganz abgesehen. Also alleine schon eine Entwicklungsrichtung im Sinne, ja, wie kann man es sich nicht zu schwer, wie kann man es sich leicht genug machen, da in Richtung so einer Verantwortungsorientierung mitzumachen. Allein in so einer Entwicklungsrichtung mitzumachen, ist schon etwas, was für die meisten Menschen bedeutet, dass sie sich aus ihren Lieblingsorientierungen, ach, was macht mir denn Spaß und wie richte ich mir meinen Tellerrand rein, ein, das stinkt denen schon zu sehr aus 10 Kilometer Entfernung, sodass sie da allergisch reagieren oder eben einfach durch Aufmerksamkeitsverweigerung oder Verweigerung mitzudenken, mitzusprechen. Insofern ist das mit der Wohlfühlstimme, also ich mache mir da keine Illusionen. Zwar wäre es ein sehr direkter Weg und auch ein Weg, wo man dieses größere Glück durchaus spüren kann, wenn man in solche Kommunen geht. Und das da miteinander auch ehrlich dann erforscht und herausfindet, wie kann das jetzt hier alles gehen. Ne? Also nicht, ich stelle mir das so vor, so muss es funktionieren, sonst setze ich mich durch oder gehe schon wieder weg. Sondern sich auf diese ehrliche gemeinsame Forschungswerkstatt einlassen. Das kann ganz super toll und schön sein, aber also wie sehr man damit in der Wüste steht, ist absolut erschreckend. Insofern glaube ich, dass solche Konzepte wie mit der Wohlfühlstimme als Zwischenstufen vielleicht mehr Zulauf finden sogar als die Gemeinschaftsversuche. Schlicht und ergreifend, weil in meinen Augen das sowas wäre wie eine himmelschreiend eindeutige und überzeugende Suchtentwöhnungsstrategie. Denn es gibt ja viele Gemeinwohlökonomiekonzepte heutzutage, auch von Christian Felber, aber überwiegend sind das, ist das angesiedelt, auch auf der Entscheidungsebene von Unternehmensleitungen und Ämtern. Also so eine Nachhaltigkeitsbilanz und sowas, was sie dann erstellen, die Ämter prüfen das, dafür gibt es Steuererleichterungen und ähnliches. Also das ist noch gar nicht ganz unten beim einzelnen Menschen. Und beim einzelnen Menschen ist ja die Wohlfühlstimme sowas wie die Einladung, guck doch mal nicht nur auf den Augenblick, ob dir dieses oder jenes gerade Spaß macht oder ob dieses oder jenes Fertignahrungsmittel aus dem Supermarkt jetzt lecker erscheint, sondern miss doch mal einfach selber dein dauerhafteres Wohlbefinden, wie es dir damit geht. Also das müsste ja eigentlich himmelschreiend klar sein, dass wenn dann einer protestiert und sagt, nein, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht, dass der so am Augenblickskick hängt, dass er sogar die eigenen recht unmittelbaren, also in ein paar Tagen dann vielleicht eintretenden negativen Folgen nicht wahrnehmen will. Also das ist eigentlich so himmelschreiend. Ne? Also das schon Kinder oder Maßmenschen, die das betrachten müssen, sagen, wow, die sind ja voll in der Suchtlogik hängen geblieben und einbetoniert. Ja. Also dass sie nicht mal auf ihr eigenes Wohlbefinden länger als bei dieser zersplitterten Augenblickssichtweise sein können. Und deshalb glaube ich, also das ist natürlich so überzeugend, auch als Zwischenschritt oder Reformschritt aus der jetzigen Systementwicklung heraus, dass man hoffen muss, dass sowas vielleicht die Menschen zu kleinen Schritten oder gemeinschaftlichen Organisationsversuchen bringt, damit zu arbeiten. Ich sage das, während ich natürlich meiner Hoffnung nicht Abbruch tun will oder die Einladung auch nicht mindern will, dass die Menschen einfach auch ganz offen nachdenken und dann doch schon auf diesen, ja, sich auch in Schritten herantastenden Weg in die ganzheitliche Gemeinschaft machen könnten. Weil ich wusste, wie schwierig das ist und wie sehr man in der Wüste steht,
hatte ich mir schon in den letzten 30 Jahren, also schon zu Beginn, überlegt, wie kann man da auch ein Entwicklungskonzept anbieten, was auch schon jedem so sehr die freie Eigendosierung belässt und keine Überforderung eigentlich möglich macht, dass das am ehesten noch funktionieren kann. Und ich habe das mit zwei Schritten gemacht. Also zum einen, dass ich gesagt habe, neben den Schenkern, die in Schenker bewegen, wirklich die Ideale auch grundsätzlich leben müssten, also aus Gewaltsystemen rausgehen, aus Abrechnungssystemen rausgehen, wirklich liebevoll oder menschheitsgeschwisterlich Geschenke mit anderen austauschen, habe ich gesagt, die Einsteigergruppe, das sind die Schenkerverbündeten, und da reicht es, den Traum mitzuträumen von einer Welt, die so anders, so verantwortlich und liebevoll menschengeschwisterlich funktionieren kann, egal wie weit sie in der Praxis dann mit irgendwelchen Schritten gehen. Das dosieren sie sich einfach selbst und man hat auch nicht diesen Hickhack darum, der eine nörgelt den anderen an oder irgendwas. Sie leisten ihre positiven Beiträge. Das andere ist nicht unser Thema, da können sie sich selber mit beschäftigen oder wenn sie fragen. Aber es ist dann der Weg der positiven Verstärkung. Oder wie Peace Pilgrim ein Vorbild es mal nannte, die spirituelle Therapie. Auf das Gute beim anderen gucken und gucken, wie kann man das bestärken, dass er dieses Gute dann vielleicht immer mehr macht und dann auch anderes Gutes und sowas. Und das Zweite sei noch kurz gesagt, da habe ich gerade in der letzten Zeit auch wieder mit einigen Mitidealisten, die überlegen, und was ist denn jetzt von mir zu fordern, wenn ich irgendwo hingehe und eine Aufgabe mit übernehme? Wie ist es denn, ich kann doch ganz schnell überfordert sein. Also zum Beispiel, wenn jemand ein Zeltcamp macht, kann er von einer nach dem Zelt, ist mir vielleicht schon zu viel, kann er sagen. Und da habe ich dann also mein Selbstbearbeitungskonzept, was ich da anbiete. Und ich glaube, das, was man einem Menschen dann raten kann, was ihn so in einen eigendynamischen Sog bringen kann, ist die Formel: Geh hin und überleg doch einfach für dich selbst, was der nächste Schritt ist, den du für dich nicht als überfordernd betrachten willst. Also das setzt voraus, der Mensch hat überhaupt irgendwelche Absichten, weiterzukommen oder sich zu entwickeln. Und dann soll er sich einfach selber die Frage stellen, was ist der nächste Schritt, den ich nicht als überfordernd ansehen will? Weil es meiner Ernsthaftigkeit, mich entwickeln zu wollen, meinem menschlichen Potenzial, meiner Würde, meiner Verantwortung aus eigener Sicht nicht gerechtwertend erscheint. Ja, ich glaube, das kann man Menschen sagen, ohne damit auch zu anmaßen zu sein oder jetzt so eine bevormunderische Autoritätsrolle für sich übernehmen zu wollen. Und wenn sie sich dabei weiter mit einem austauschen, auch über diese nächsten Schritte, dann kann das fruchtbar sein. Okay, damit gebe ich wieder an den Dillen. So, jetzt müsste die Technik wieder laufen, ja. Ja, also wir Naturwissenschaftler sehen ja also dieses Messen von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Also wir stellen uns also jetzt vor, ein Lidl-Marktleiter, ein Aldi-Marktleiter, ein Alnatura-Marktleiter, ein Rewe-Marktleiter, ein Edeka-Marktleiter und so weiter. Und es ist aus unserer naturwissenschaftlichen Sicht ganz simpel. Ich stell mir vor, die Marktleiter bemühen sich jetzt in der neuen gemeinwohlökonomischen Gesellschaft, bemühen sich darum, dass einen gesundheitsorientierten Lebens- und Ernährungsstil bei den Kunden anzuregen. Und jetzt würde man dann feststellen, aha, bei dem Marktleiter von, was weiß ich, Lidl oder Edeka, beim Marktleiter vom Edeka, würden zum Beispiel von 1000 Leuten 10 Leute irgendwann vom Arzt gesagt bekommen, hier, sie haben Krebs. Egal, ob der Krebs überhaupt schon spürbar ist, den Leuten wird es allein schon schlecht gehen, wenn der Arzt sagt, wir haben da irgendwie auf dem Bildschirm irgendwie einen Tumor gesehen. Ne? Und dann werden diese Leute einfach nur so dem Bundeswahlleiter übermitteln, mir geht es ein bisschen, viel oder sehr viel, also 1, 2, 3 Stufen, ein bisschen, viel oder sehr viel schlechter als vorher. Und mehr ist es nicht mit der Wohlfühlstimme. Jetzt haben wir also bei dem Edeka-Marktleiter
unter seinen, den Leuten, die bei ihm ab und zu oder regelmäßig oder ständig einkaufen, haben wir also von 1000 Leuten, was weiß ich, was habe ich gesagt, 20, die also sozusagen verschlechterte Wohlfühlstimmen melden, in dem Falle nur mal jetzt betrachtet, die, weil ihnen gesagt wurde, sie hätten Krebs. Ne? Und dann haben wir vielleicht einen Aldi-Marktleiter und der hat irgendwie unheimlich gut das gemacht, seinen Markt in Richtung Gesundheitsanregungsmarkt zu gestalten. Und jetzt nach einem Jahr, nachdem die Leute sich ein Jahr lang wesentlich gesünder ernähren als bisher, kriegen 1000 von 1000 nur 10 Leute, also 10 weniger als bei Edeka, mitgeteilt, dass sie Krebs hätten. Dann melden diese 10 pro 1000 jetzt eine Verschlechterung gegenüber dem Bundeswahlleiter. Und dann ist es klar, dass der Computer des Bundeswahlleiters automatisch für Edeka eine viel schlechtere Finanzausschüttung berechnet. Nennen wir es Supervision, nennen wir es Steuervorteil, nennen wir es Verdienstzuschuss, was auch immer, ist egal. Finanzielle Vorteile, die werden bei Edeka drastisch, bei dem Edeka-Marktleiter drastisch zurückgefahren und bei dem Aldi-Marktleiter hochgefahren, sodass jetzt der Aldi-Marktleiter natürlich viel Geld an der Hand hat. Und durch dieses viele Geld, was er hat, kann er die Preise für die gesunde Nahrung, die ja aufwendiger herzustellen ist, also in der Herstellung teurer ist als vorher, kann er die Preise ganz bewusst senken. Er senkt sie, wie es von Anfang an schon wir ihm empfohlen haben, er senkt sie unter die Preise für das konventionelle, für die konventionelle Nahrung. Er senkt also die Preise für die super Bio-Nahrung deutlich unter die Preise für die konventionelle Nahrung und hilft sozusagen so seinen Kunden, sich noch gesünder zu ernähren, indem es billiger wird, sich gesünder zu ernähren. Das Geld dafür hat er ja aufgrund seiner Verdienstzuschüsse bekommen vom Staat aus. Und dadurch entwickeln sich dann die Kunden noch gesünder. Und so weiter, ja. Und das ist der Dreh des Gemeinwohlökonomischen. Und deswegen, liebe Milliardäre, genau auf diesem Wege, wenn wir diese gemeinwohlökonomische Gesellschaft schon lange gehabt hätten, hätte Warren Buffett seinen Krebs nicht bekommen. Und auch alle anderen Milliardäre hätten ein viel gesünderes, viel glücklicheres, viel längeres Leben führen können. Ja, und das ist sozusagen das Besondere dieses Ansatzes des Gemeinwohlökonomischen, dass man also erstmal nicht eingreift in die sonstigen Prozesse, sondern sagt, man braucht eigentlich gar nicht viel eingreifen, denn wenn jetzt die Dinge so laufen, wie sie von Natur aus wieder gedacht waren, nämlich dass jetzt dann plötzlich auch dann die Reichen irgendwann über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften angeregt werden, in Gemeinschaften zu leben und manche davon auch angeregt werden, es doch mal auszuprobieren, mit einer Savannen-Bonobo-kommunistischen Gruppenehe auszuprobieren. Und wenn dann die Milliardäre erfahren, dass sie da so glücklich wie noch nie sind, dann werden sie sicherlich auch die Frauen und Kinder großzügigst beschenken mit ihren Möglichkeiten. Und so wie das Bonobos ja auch machen, dass sie alles die Männer, alles den Frauen und Kindern schenken. Und dann wird das Materielle unheimlich unwichtig und all das Finanzielle und Geld und alles wird so unwichtig. Ja. Ja, ich kann ja nicht mehr tun, als so Bilder aus der möglichen Zukunft einer gemeinwohlökonomischen Gesellschaft zu schildern und ich gebe wieder weiter, ich muss die Technik wieder umschalten. So, wir hören. Bilder.
Björn, du kannst noch ein bisschen weiter erzählen, weil ich muss mich hier mal gerade umbauen an meinem Schreibtisch. Ich bin dann in ein paar Minuten wieder einsatzfähig. Ja, wir haben eine kurze Pause gemacht, weil ich musste meinen Schreibtisch mal umsortieren. Das Gemeinschaftsleben ist überall eine richtige Herausforderung. Und man muss damit leben, dass wenn man enger zusammenlebt, dass man sich immer wieder neu aufeinander einstellen muss, dass manchmal auch nicht alles klappt, was man so miteinander abspricht und so weiter. Auch deshalb meine ich, also wir brauchen die Werkstätten. Also die meisten Menschen denken halt, sie machen sich das Leben leicht, wenn sie dann eben gar nicht mehr miteinander sich drauf einlassen. Ich meine, wenn man sich schon anschaut, worüber die Menschen es schaffen, an Nachbarschaftsstreitigkeiten, miteinander nicht mehr auf den Zweig kommen zu können, dann ist das eine ziemlich klare Sache, dass wir uns da immer mehr in diese eigenbrötlerische, eigenwillige, willkürliche Schwierigkeit reinmanövrieren. Und viele Menschen verwechseln eben genau das mit der Freiheit. Also sie denken, sie sind frei, wenn sie einfach machen können, was sie gerade lustig sind und nicht irgendwie da weiter planen müssen oder sich überlegen müssen, haut das auch hin für die anderen, haut das auch hin morgen und übermorgen, haut das alleine für mich wie die Wohlfühlstimme hin, wenn ich eine Woche weiter denke. Oder wenn ich mich besaufe, wie wache ich am nächsten Morgen auf? Schon dafür reicht es nicht, weil diese Sucht, ich muss im Augenblick machen können, was ich Lust habe, die ist so bestimmend. Und die etwas weiterentwickelte Form des Tellerranddenken, wenn ich mich irgendwo eingerichtet habe, um mich herum die Welt, ne, also da hole ich für meine Geliebte vielleicht die Sterne vom Himmel, ohne zu bedenken, dass die für alle scheinen müssten. Oder ich träume davon, das jetzt einfach so auszugestalten. Also ich sage mal als provozierenden Spruch, die meisten Menschen träumen von einem sie träumen eher von einem Lottogewinn für sich oder irgendwie auch willkürlich erworbenem Geld, genauso wie die Reichen das machen, statt von Gerechtigkeit für alle. Und die sich aufeinander so einlassen, dass man lernt, miteinander dafür passend zu teilen. Ne? Auch das Teilen. Also ich war total erschreckt vor ein paar Jahren, als ich mit jungen Leuten sprach. Und die haben mir ihre Vorstellung jetzt von Umstellung zum Teilen in der Gesellschaft geschildert. Das war nämlich nicht, wir gehen hin und lernen wieder so wie Brüder und Schwestern zusammenleben, also ein familiärer Rahmen, nein. Das war für die, man hat kein Geld mehr und geht einfach überall hin in die Geschäfte und so und nimmt sich einfach, was man braucht. Und ist doch genug da. Also diese Art von primitivstem Abkonsumieren, ohne irgendeine Art von Maßhalten, von sozialen oder Integrationsbezügen, ob in menschliche Gemeinschaft, ob in die Natur oder so, nö. Alles ist das Schlaraffenland. Wir gehen hin, die Regale sind voll, wir nehmen einfach, was wir wollen, wir machen uns keine weiteren Gedanken dabei. Folgen und sowas muss man alles gar nicht bedenken. Das ist die kaputte Form der Konsumsuchterfüllung, von der aber mehr oder weniger ausgesprochen die Leute geleitet werden. Oder was in Konkurrenz steht. Ich sag's mal so, keiner ist da ja so, dass er nur das eine und nur das andere hat. Aber es ist ein Widerstreit der inneren Motive. Und wie weit man sich überhaupt selber bewusst macht oder eingesteht oder da innerlich auch sich mit auseinandersetzt, sicher auch von Mensch zu Mensch verschieden. Ich fürchte, es geschieht eher niedrig dosiert bei den allermeisten. Man geht einfach gar nicht hin und stellt das in Frage, sondern das ist wie so ein Strom, ja, das macht doch jetzt Spaß oder das ist doch etwas, was mir jetzt eben meinen Rahmen hier verbessert. Wir haben das Problem im Geistigen ja mit der Filterblasenthematik. Die Menschen nicht so drauf aus sind, alles auch die gegensätzlichen Meinungen zu hören, um durch eigene Fehlererkenntnis oder durch die Erkenntnis besserer Standpunkte sich da möglichst gut weiterentwickeln zu können, sondern man sucht nach der Bestärkung für die eigenen Lieblingsmeinungen, ne? Und bildet sich so auch seine sozialen Kreise. Aus den geistigen Filterblasen werden soziale Filterblasengruppen. Und die sind dann oft noch verbunden mit heute zunehmender Frontenbildung, Ausschließlichkeit, Schubladenbildung, Cancel Culture und so weiter. Also das ist sehr bedenklich, sehr schlimm. Und deshalb habe ich die Hoffnung, dass wir irgendwie Wege finden, also auch selber, indem wir das möglichst ausstrahlen und indem wir Gemeinschaften bilden, die zeigen, anderes ist schöner, dass wir da eine Gegenrichtung überhaupt hinbekommen. Oder ich drücke es mal anders aus, heute jetzt in der Corona-Zeit, ich bin schon froh, ich sage das ganz offen, wenn sich zeigen kann, auch durch diese Corona-Steuerung, die hauptsächlich dann wahrscheinlich von Hintergrundeliten ausgeht,
dass da überhaupt irgendein weiterführender Steuerungsmechanismus ins Geschehen reinzubringen ist und nicht auf allen Ebenen die kurzsichtige Splitterlogik, ja, einfach die Titanic sozusagen von Eisberg zu Eisberg dann prallen lässt, unkontrolliert, ohne dass man anfängt zu kontrollieren, solange man es vielleicht auch könnte, weil die Risse in der Wand auch nicht groß genug sind. Die Frage wird dann nur sein, also im Moment springen die meisten Menschen nicht von ihrer Suchtlogik in die Verantwortungslogik. Die Frage, wie ich ja oft auch in Vortalks schon gesagt habe, wie im Forum auch steht, die Frage wird eher sein, können wir mit dem aller überzeugendsten Argument, nämlich dass wir für andere noch keine Gefahr sind, wenn wir bereit sind, uns freiwillig und in gut abgesprochener Weise in Absonderungslebensformen zu bringen, also sozusagen Reservate halt für natürlich lebende, freiwillig verantwortliche, gesamtverantwortliche Menschen. Also die Frage wird sein, ob das überhaupt für eine Mini-Teilgruppe von Menschen eine Perspektive sein kann, auch weil die Elitensteuerung sowas noch zulässt. Also während sie die Massenmenschen, die der Kicks hinterherlaufen, gleichschaltet, das wird zwangsläufig so geschehen, bis sie eben in Computer umgewandelt werden, also dass sie, während die Masse so halt immer mehr gleichgeschaltet wird, dass sie für die Menschen, die zeigen, die könnten auch dieses weiterreichende und ganzheitliche Verantwortungsbewusstsein haben, dass sie für die wenigstens so Experimentalreservate, ne? Also, ja, übrig lassen würden, zulassen würden. Ich gebe wieder an den Dillen. Ja. Ja, jetzt müsste man mich wieder perfekt hören. Ja, ich greife das mal, die Anregung vom Öffer auf, mal über ein Besäufnis zu skizzieren in der Beziehung zu der Wohlfühlstimme und dem Gemeinwohlökonomischen. Ja, also erst einmal ist es ja so, der Supermarktleiter hat in seinem Laden Alkohol vorrätig. In den roten Ecken, irgendwie in den Ecken ganz unten als Bückware, gibt es allen diesen krankmachendes Zeug, gibt es da selbstverständlich noch, denn wir sind ja eine freiheitliche Gesellschaft. Jetzt ist es aber so, dass quasi der Mensch kauft Alkohol, trinkt diesen Alkohol vielleicht wenige Stunden später, der Bundeswahlleiter erfährt, aha, so für 30 Euro hat der Mensch Alkohol gekauft von dem Hersteller XY beim Supermarktleiter Z. Und dann trinkt er diesen Alkohol und es geht ihm saugut, weil er im Alkoholrausch er sich so richtig high fühlt, ne? Dann meldet er dem Bundeswahlleiter, wenn er sein Smartphone noch halten kann, meldet er dem, oh, Verbesserung. Ja, es geht mir besser, weil ich bin ja jetzt im Alkoholrausch. Dann wacht er am nächsten Morgen auf und hat einen Kater und hat riesige Kopfschmerzen und meldet dem Bundeswahlleiter, jetzt geht's mir schlechter. Und irgendwann bekommt er eine alkoholbedingte Krankheit und meldet dann auch wieder Verschlechterungen, ne, und entsprechende Schmerzen und so weiter. Und dann sieht man im Computer, ja, also die Herstellerfirma, die Alkohol verkauft, die erzeugt zwar für kurze Zeiten lang, gibt es gewisse Verbesserungsmeldungen, aber dann gibt es auch wieder sehr viele Verschlechterungsmeldungen und die Verschlechterungsmeldungen überwiegen die Verbesserungsmeldung. Ja, dann kriegt die Herstellerfirma für diesen Alkohol natürlich praktisch gar keine Verdienstzuschüsse von Seiten des Staates, weswegen diese Herstellerfirma eben sich sagen wird, naja, Alkohol, das machen wir nur noch so nebenbei. Wir produzieren jetzt auch lauter gesundheitsförderliche Nahrungsmittel, gesundes, super gesundes Obst oder was auch immer. Und darüber kriegen wir durchaus dann einige Verdienstzuschüsse, weil das eben gesundheitsförderlich ist. Und wir versuchen
Wir machen keinerlei Werbung mehr für Alkohol. Wir versuchen niemanden mehr zu verführen, Alkohol zu kaufen. Denn eigentlich mit jedem Kauf unseres Alkohols kriegen wir zwar ein paar Euro, verdienen aber auf der Seite der Verdienstzuschüsse wieder Geld, bares Geld. Also eigentlich rechnet sich das Alkoholgeschäft kaum noch. Es wird sicherlich immer noch irgendwelche Hersteller geben, die dann also Alkohol herstellen werden. Wenn nicht, können ja auch die Leute das selbst für sich selbst, für den Eigenbedarf Alkohol brennen, Schnaps brennen und was auch immer. Das ist ja, bleibt alles erlaubt, ne? Aber irgendwie verschwindet natürlich das Interesse der Industrie daran, die Menschen zu Alkohol zu verführen und damit zu Alkoholkrankheit zu verführen. Das verschwindet eben durchaus nach und nach ganz deutlich, ja? Und genau so funktioniert die Wohlfühlstimme. Sie lenkt alles in einer sanften Weise, ohne dass irgendwo die Freiheit eingeschränkt wird, lenkt sie die Dinge dahin, wie es richtig ist. Und es wird, ich denke, es wird keinen hartnäckigen Alkoholhersteller geben, der sagt, ich blockiere jetzt die gemeinwohlökonomischen Reformen, weil ich will unbedingt nur weiterhin Alkohol verkaufen. Jeder Unternehmer ist flexibel. Ja, genauso wie er die Alkoholsorten wechselt, wenn der Markt entsprechende Möglichkeiten bietet. Genauso wird er jetzt sehen, aha, wenn ich jetzt auf gesundes Obst erweitere, dann habe ich da große Gewinnmöglichkeiten und dadurch mache ich dann den Alkohol nur noch nebenbei. Also jeder vernünftige Unternehmer wird kein Problem damit haben, dass eben er quasi durch die gemeinwohlökonomischen Rahmenbedingungen einfach neue Rahmenbedingungen hat und sich einfach umorientieren wird und ja und letztendlich die Menschen, denen wird damit geholfen oder zumindest dieser Verführungsdruck auf den Menschen, Alkohol zu konsumieren, Süßigkeiten zu konsumieren, Tabak zu konsumieren, der wird immer geringer werden. Also der ganze Werbedruck wird wegfallen und so weiter. Und alles, was in diese Richtung geht, wird wegfallen. Außerdem dadurch, dass die Menschen lebenslustiger werden leben dürfen, werden sie den Alkohol als Suchtmittel immer weniger brauchen, werden immer weniger Alkohol nachfragen und vielleicht verschwindet sogar Alkohol weitestgehend aus der Gesellschaft, aber nicht durch irgendwelche Zwänge, sondern einfach dadurch, dass die Menschen auch immer glücklicher werden und als immer glücklicher werdende immer weniger Suchtmittel brauchen. Ja, so viel wieder aus den bunten Bildern der Beschreibung der gemeinwohlökonomischen Zukunftsgesellschaft aus Sicht des Weltrates. Ich gebe wieder weiter. Ja, danke, Dylan. Okay, also ich mache es ja so, dass ich immer auch am Samstag dann ein bisschen beschreibe, von dem, was aktueller Stand ist, so, also wie sich das alles so entwickelt, was ich da so mache. Und ich hatte schon beschrieben, dass es so ist, dass ich da heute bei einem meiner Widerstandszelte, ich habe ja mehrere Standorte, hat der Willen zwischendurch auch schon gesagt, wovon einige jetzt leer stehen, also da könnten wirklich jetzt viele Leute erstmal noch kommen und mitmachen, es ist viel Platz, ne? Man muss noch die Motivation in sich auch freilegen. Ja, also da habe ich das Zelt wiederhergestellt, also so auf eine sehr primitive Form, eine Plane, die man auch so zu den Seiten zum Zelt ausdehnen kann und vor allem auch beschriftet gegenüber der Straße, die da jetzt sehr direkt vorbeiläuft, dass man da eben lesen kann, erst freundlich miteinander sprechen ist menschlich. Weil ich glaube, dieser Schlüssel wird halt zu wenig praktiziert, also die freie Argumentekultur und dementsprechende Kommunikation. Gleichzeitig bin ich mit mehreren Dingen dran. Also ich sagte auch schon, ich bin begeistert davon, dass der Dylan da so
einsatzbereit ist, zu gucken, dass wir an die großen Multiplikatoren vielleicht herankommen. Da schreibe ich einen Einladungstext. Der Dylan hat mich jetzt noch auf ein paar Dinge hingewiesen. Ich habe es von vornherein auch schon so gesehen, dass wir den Verteiler, also an wen geht er sonst noch, damit die Leute auch wissen, was sprechen wir da für ein Feld an. Das sollte auf jeden Fall unten auch noch mit sichtbar werden. Und solche Einzelheiten, da sind wir beide am Feilen, wie wir das möglichst gut machen können. Und er sucht auch kräftig nach geeigneten Leuten, die wir da anschreiben könnten. Wir haben das vor ein paar Jahren in Schenkerbewegung schon mal als Promi-Werbeaktion, haben wir da gedacht. Aber wir waren damals zu sehr aufgefressen halt durch die unmittelbaren Arbeiten, also jeder an sich und an diesen Kommunen und den Standorten, die immer schon auch nicht ohne Probleme waren und die dann aufrechterhalten werden mussten irgendwie, sodass das nur so halb und halb gelaufen ist. Also da sind wir gar nicht so richtig dazu gekommen, das durchzukriegen. Aber die Zeit schreitet danach, es wird immer wichtiger, dass sowas auch geschieht. Gleichzeitig bin ich ja mit daran beteiligt, einen Blick drauf zu haben, was eben bei den anderen Projektstandorten ist. Ich bin hier in Hessen im Moment mal wieder in zwei sehr intensive Mediationsprozesse verstrickt, weil gerade diese Werkstatt in sich und miteinander, die ist wirklich die alles entscheidende Werkstatt. Und hier in Hessen haben wir 5 oder 6 Projekte auch im Umfeld, die so miteinander vernetzt sind. Also im regionalen Umfeld das dichteste Projektenetz. Noch mehrere Vereine und Genossenschaften. Und ja, ist sehr spannend, also wie das ist, dann auch mit dem Anliegen von Menschen in Gemeinschaft mit anderen nicht zu sehr bedroht zu sein, auch durch deren Eigenwilligkeit oder Gewaltbereitschaft, Süchtigkeit und so weiter, sondern dass man Safe Spaces schafft, also wo man sich wirklich auch beruhigt hinbegeben kann, sich sicher und geborgen fühlen kann. Also es ist ein echtes, dickes Thema in einer Welt, wo die Menschen immer eigenwilliger oder gar süchtiger werden, wie ich das ja beschrieb. Also Mediationsprozesse, da bin ich mit drin. Gleichzeitig sind auch andere Projekte mit zu bedenken. Bei einem Projekt haben wir direkt einen Störagenten auch sitzen, den ich für einen Störagenten des Staates halte, weil unter anderen Umständen, also wenn da irgendwie ein Rechtsstaat jetzt, also von fair will ich gar nicht reden, aber wenn er irgendwie noch im Groben so nach seinen Maßstäben handeln würde, hätte er längst weggefangen werden müssen und wird stattdessen eher noch von höheren Ämterebenen gedeckt oder kann selber da die Marionetten tanzen lassen. Also das geht natürlich dann nicht mit rechten Dingen zu und ist offensichtlich. Ja, also da hat man mit zu tun und da überlegen wir so, also die paar wenigen Leute, die jetzt über die 30 Jahre sich so als planungs- und handlungsfähiges Orga-Team herausentwickelt haben, überlegen, wie können wir damit am besten umgehen. Und für mich ist ja ein ganz wichtiges Anliegen, das Demokratiefürsorge Zeltcamp in Berlin am Leben zu halten, was die Querdenker angefangen haben im August 2020 und was zusätzlich zu den Einzel-Demo-Veranstaltungen ein ganzheitliches Lebensmodell dort auch sein sollte. Also wir sind gekommen, um zu bleiben, bis es eine Lösung gibt und so im Gandhi-Sinne, wir wollen diese Lösung auch sein bzw. vorleben. Das wurde ihnen dann zu viel, ich habe das übernommen, noch im Herbst dann 2020 und versuche jetzt da diesen Minimalfaden, ne? Weil auch da, es geht dazu sehr, liebe Zuschauer, ihr kommt zu wenig dazu, deshalb ist das immer so ein Arbeiten mit Minimalfäden, aber diesen Minimalfaden jetzt halt zumindest am Leben zu erhalten, da bin ich insofern ein bisschen beruhigt, weil da jetzt 1, 2 Leute sind, die sich, was ich auch jetzt nicht gerade als die überfordernde Höchstleistung betrachte, aber ist ja gut, wenn das Minimale da ist, die sich da als Hauptwohnsitzzelter in Berlin auch verstehen. Als ansprechbare Leute vor Ort und als welche, die es ein Stück weit dann auch machen. Ja, und ich bin in Gerichtsverhandlungen. Ne? Also mein Beitrag ist hauptsächlich, die besten Argumente jetzt der Entwicklung in der Gesellschaft gegenüberzustellen, auch systemische Argumentationen, gerade eben der Gedanke mit dem Reservat als stärkstem Argument. Und dass ich dann mit gewaltfreien Aktionen auch irgendwie eine Auseinandersetzung mit Argumenten, am Ende soll sie ausreichend werden, eine ausreichende Auseinandersetzung mit Argumenten in der Gesellschaft auslösen könnte. Gut, da wisst ihr dann wieder, wie mein Stand ist. Ne? Da bin ich in der Vorbereitung auch einen Weckruf und eine Textgrundlage für eine Gerichtsverhandlung fertig zu machen, die da Ende März ansteht. Ja, gut, damit gebe ich wieder an den Dylan.
Ja, jetzt müssten mich wieder alle hören. Ich habe also hier richtig Technikarbeit immer zu tun. Ja, und was ich bis jetzt noch gar nicht so genannt hatte, da zeige ich jetzt mal ein bisschen, ist, dass wir ja auch die Partei des Gemeinwohls beraten. Ja, natürlich wären wir froh, wenn die anderen Parteien das einfach übernehmen würden, aber bis jetzt sieht es noch nicht danach aus. Und da sieht man hier, was hier so steht: Gemeinwohlwirtschaftspartei, die erste der Erde, Deutschland als ein erster echter Gemeinwohlstaat. Und dann gleich die ersten Sätze: Unsere letzte Hoffnung, Marktwirtschaft abschaffen, gemeinwohlökonomische Wirtschaftsformen einführen. Ja, das gemeinwohlökonomische ist deswegen so ein bisschen komisch geschrieben, weil mit dem einen E mehr. Weil ja eben, wie gesagt, die wir natürlich der Tatsache, gerecht werden, dass die Gemeinwohlökonomie von den gemeinwohlökonomischen Wirtschaftsformen die bekannteste geworden ist, sozusagen, weswegen wir jetzt auch nicht mehr immer sagen Gemeinwohlwirtschaftsformen, sondern auch gemeinwohlökonomische Wirtschaftsformen sagen. Ja, und welche der vier verschiedenen gemeinwohlökonomischen Denkweisen und Lösungsentwürfe sind die besten für uns? Diese und alle anderen Lösungsentwürfe diskutieren wir als Gäste des New World Economic Forum, in dem ich mich ja jetzt gerade befinde. Sie haben es gesehen, ich habe vorhin auch experimentiert, wie ich dann für die Live-Zuschauer auch die Köpfe der jeweiligen Redner möglichst groß dann übertragen lassen kann, da bei YouTube ja noch die Technik fehlt. Da fehlt noch ein Knopf, nämlich den Bildschirm teilen zu können. Diese Funktion, also diese Präsentationsfunktion fehlt noch. Das kann man wohl künstlich ersetzen, ist aber viel zu viel Aufwand. Wir ersetzen das jetzt halt im Moment, indem wir mit einer den Bildschirm abfilmenden Kamera arbeiten. Ja, also das heißt, also Sie sehen es hier, die gemeinwohlökonomische Wende bedeutet eben, dass wir alle wieder artgerecht leben dürfen, dass wir so leben dürfen, wie es von Natur aus für uns vorgesehen ist und nicht so eingeschränkt, wie es der Kapitalismus brauchte, nämlich der Kapitalismus braucht den unglücklichen, einsamen, kaufsüchtigen, konsumsüchtigen, alkoholsüchtigen, zigarettensüchtigen, süßigkeitensüchtigen Single, der aus seinem Unglück heraus maximal shoppingsüchtig ist, kaufsüchtig ist. Und das schadet den Reichen genauso wie den Armen. Und das müssen wir als erstes ändern. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt, wenn wir quasi wieder alle irgendwann auch mit in Gemeinschaften leben. Ich erinnere noch mal dran, dass dort, wo die Bonobos leben, da ist die ganze Fläche überzogen mit den Bonobo-kommunistischen Gruppenehen. Und jede dieser bonobo-kommunistischen Gruppenehen hat ausschließlich liebevolle, pazifistische Beziehungen zu allen Nachbargemeinschaften. Schließlich wandern in diese Nachbargemeinschaften, in die Nachbar-bonobo-kommunistischen Gruppenehen die eigenen Töchter ab. Dort wachsen also Enkelkinder auf, also da ist viel Verwandtschaft. Und man trifft sich. Und mit denen man nicht verwandt ist, hat man aber auch Liebesbeziehungen dann und so weiter, so dass es eigentlich, wenn die Erde überzogen ist von solchen bonobo-kommunistischen Gruppenehen, wäre es eigentlich unvorstellbar, dass es noch Krieg geben könnte. Denn wenn ich schon mit meinen Nachbarn nur noch pazifistisch in Frieden lebe und in Liebe lebe, liebevolle, friedliche, pazifistische Nachbarbeziehung, dann ist auch so etwas wie Kolonialismus, Imperialismus, Kriegerisches völlig uninteressant. Ja, dann würde jetzt Putin gerade leben in einer liebevollen Gemeinschaft, wo er
den tollsten Sex aller Zeiten hat und wäre überhaupt nicht interessiert daran, sich mit irgendeiner Ukraine zu beschäftigen. Und Biden wäre nicht interessiert, niemand wäre interessiert daran, sich mit der Ukraine zu beschäftigen, sondern in der Ukraine wären selbstliebevolle Gemeinschaften und wir hätten Weltfrieden. Ne? Das ist also die, insofern führt uns das Gemeinwohlökonomische zu einer rundum glücklichen Welt. Und jetzt wird ÖFF wieder erzählen, wie er sozusagen mehr Glück und mehr Gutes tun und gemeinwohldienliches Tun in die Menschheit hineinbringen möchte, was sein Lösungsentwurf ist. Sekunde. So, wir hören. Ja, danke schön, Dylan. Ja, wo du das jetzt angesprochen hast, auch mit dem Glück, eigenen Glück, was es unnötig macht, in Kriege zu gehen, also auch bei dem politischen Geschehen derzeit. Also ich sehe es nicht ohne eine gewisse Freude über Erkenntnis zu gewinnen bei den Menschen um mich herum, dass immer weniger Menschen dem ganzen Politschauspiel vertrauen können, also Glauben schenken. Man muss heutzutage mit allem rechnen, also wenn aus einer Grippe die Begründung gemacht wird, die Freiheitsrechte der Menschen im Wesentlichen zu beschneiden. Ja, und am Anfang darüber mag man ja vielleicht auch streiten, also ich, für mich war es auch da schon eindeutig, zumindest eben bei den nicht gefährdeten Gruppen, dass da Massen von Menschen, also großen Bevölkerungsanteilen ohne echte Begründung, also weil es zumindest für diese Bevölkerungsanteile, und das hätte man voneinander trennen können, nicht anders als eine Grippe war, war schon skandalöse Freiheitsberaubung. Und jetzt mit Omikron völlig klar. Und noch zwischendurch haben eben Rechtskundler auch gesagt, also man kann solche Freiheitseinrichtungen nicht mit Spekulationen über das, was in Zukunft kommt, wenn man gar kein handfestes Wissen hat. Und ich füge hinzu, es ist ja noch die Wahrscheinlichkeit da, dass das jetzt immer endemischer wird im Sinne von, ja, da ist ein ansteckender Virus und der weiß dann auch, wie er ansteckt. Aber er wird immer schwächer, weil er seine Werte ja auch nicht kaputt machen will. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja aus den normalen medizinischen Abläufen auch gar nicht unbedingt gegeben, dass das wieder gefährlicher noch wird. Aber im Moment ist nichts da, man müsste sich in der Zukunft spekulieren und damit Freiheitsberaubung dieser Art, also Beschränkungen von Freiheitsrechten zu begründen, Impfpflichten gar, wäre früher oder nach der auch der juristischen Logik absurd. Also in einer Welt, wo sowas möglich ist, was ist da nicht möglich? Am Ende haben sich Biden und Putin abgesprochen, dass sie jetzt, wo es vielleicht schwieriger wird, das Corona-Regime in die Endrunden erfolgreich zu führen, nochmal eben eine Kriegsablenkung reinbringen, damit da auch wirklich nichts ins Wackeln kommt. Ich weiß es nicht und vertrauen kann man aber den Leuten überall nicht. Und das ist ja auch leicht erkennbar. Denn wenn man sich mal überlegt, was sind Vertrauenskriterien, dann wäre es so, dass man nur einem Menschen vertrauen kann, der eben auch verantwortungsfähig ist. Also am anderen kann man keine Steuerruder in die Hände geben. Heißt für einen selber auch, dass man gucken müsste, halte ich mich für verantwortungsfähig? Wenn nicht, müsste ich mich selbst als nicht fähig für Steuerräder betrachten. Und wenn ich verantwortungsfähig genug wäre, um einen Steuerruder zu führen, dann ist klar, es ist nicht verantwortlich, das in die Hände anderer zu geben, die nicht verantwortungsfähig sind. Und das bei Leuten, die hier jetzt das Corona-Regime führen, die vielleicht leichtfertig und unnötig Kinder zu Impfungen drängen, Experimentalimpfungen drängen. Also schon alleine die Dinge, schon der erste Blick auf die Zusammenhänge lässt einen erschaudern. Und ja, also da fehlt es an Vertrauenswürdigkeit. Ich hatte heute Morgen eine Diskussion mit einem Kind, die da auch zum ganz spannenden Ergebnis führte. Weil im Endeffekt stimmte mir das Kind und auch die anderen Erwachsenen drumherum zu, dass der Grundfehler ist, eben die Steuerruder in falsche Hände zu geben. Wo man weiß, nicht nur, dass nicht geprüfte Vertrauenswürdigkeit besteht, sondern wo man weiß, Vertrauensunwürdigkeit ist gegeben. Und dass das das Schlimme ist. Und hinterher steht man nur von den Symptomen dieser Wurzelkrankheit. Und das Kind meint, ah ja, und warum machen die das denn? Und ich meine, ich sage dazu, wir machen hier Freilerngruppe auch im Moment, weil im Moment kannst du eigentlich kein Kind verantwortlich da in die normale Schulzusammenhänge stecken, mit Maske vors Gesicht und Teststäbchen in Nasenbohren und so ein Zeug, alles. Alleine das schon, von der Impfgefahr mal ganz abgesehen. Und ja,
dann mehr frei lernen. Und da habe ich zu dem Kind gesagt, weil das zwischendurch immer mal gesagt hat, oh, besser wäre doch, ich könnte in die Schule gehen, da habe ich auch eine Gruppe und einen Lehrer, der sagt, wo es lang geht. Und dann funktioniert das mehr. Hier in der Freiheit bin ich ja viel zu viel in der Gefahr, dass ich das nicht in den Griff kriege und dass ich mich zu sehr gehen lasse und einfach nur Computer spielen will und so weiter. Und da habe ich zu dem Kind gesagt, hör mal, du brauchst dich nicht wundern, wenn die Erwachsenen das nicht hinkriegen mit der Verantwortlichkeit, weil guck mal, was du schreist. Du schreist auch, statt jetzt hier deine Freiheit, sich über deine Freiheit zu freuen, dass du ohne Gruppendruck und falsche Autoritäten jetzt hier einfach deinen Weg selbst so finden kannst oder deine Selbstbemeisterung oder Selbstbeherrschung. Statt dich darüber zu freuen, schreist du, du willst ja die Herde haben mit der Autorität vorne am Pult. Und zwar eine Autorität, ist die denn vertrauenswürdig, wenn die in der Schule da die Masken, die Teststäbchen und eventuell eine Impfung mit sich bringen könnte? Nee, sagt das Kind, ist nicht. Dann habe ich gesagt, ja, dann bist du dieselbe die Wurzel. Genau das, was sich in dir abspielt. Wenn du nach dem Mitrennen in der Herde schreist und den falschen Autoritäten, statt dazu hingehst und nutzt deine Freiheit von Herde und Autoritäten, um so eine freie Sinn-Selbstbestimmung in dir zu entwickeln. Genau dein Geschrei nach der Herde und den falschen Autoritäten ist die Wurzel, wie es anfängt, überall in der Gesellschaft, überall in den Menschen, dass aus dieser Wurzel dann immer wieder die falschen Verhältnisse entstehen. Alles klar, ich gebe an den Willen. Und wir sind auch in den letzten Runden, also beim nächsten Mal sage ich vielleicht ein paar Worte, aber jetzt schon sage ich mal, es ist wahrscheinlich mein letzter inhaltlicher Beitrag gewesen. Ja, jetzt habe ich die Technik wieder umgeschaltet. Ja, wir nähern uns dem Ende für heute, aber ich greife nochmal die zwei Dinge auf. Also nochmal, wie bringe ich einen Politiker dazu, gemeinwohldienlich zu leben? Und da schildere ich jetzt wieder aus der Welt der Zukunftsvorstellung des Gemeinwohlökonomischen sozusagen, lese ich vor hier, Gemeinwohlwirtschaft macht Wirtschaft, Politiker, Wissenschaftler und Medienmitarbeiter auf die einfachste und zeitsparendste Weise zu unseren Dienern. Also das heißt, wir erlauben gar nicht mehr, dass ein Politiker verantwortungslos handelt, ne? Auf europäischer oder deutscher Ebene mit einer Bundesliga der Landesregierungen mit Tabelle und drei Absteigern. Also stellen wir uns vor, wir haben Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Landesregierung Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, was auch immer. Und jetzt würde Bayern auf dem 16. Platz stehen. Dann gibt es schnellstmöglich, also entweder nach 1,5 oder 2,5 oder 3,5 Jahren nach der letzten Landtagswahl Bayern, gibt es dann vorgezogene Neuwahlen, weil nämlich gemäß dieser Bundesliga der Landesregierung, also die Landesregierung Bayern es am schlechtesten vermocht hatte, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner ist gleich WählerInnen zu verbessern. Also werden die abgewählt und dann machen diese Politiker, deren Karriere ist dann wohl beendet, weil niemand wird mehr solche Politiker, die sich als inkompetent in der Fähigkeit, das Leben der Menschen zu verbessern, erwiesen haben. Niemand wird denen nochmal eine Chance geben. Ne? Und die sind dann weg vom Fenster. Und deswegen werden Politiker sich den ganzen Tag überlegen, was kann ich tun an gemeinwohldienlichem, verantwortungsvollem Handeln, was langfristig den Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern, also den WählerInnen, gut tut. Ja, und dann auch nochmal, damit man sich klar macht, dass also auch durch das Gemeinwohlökonomische die ganze Erde sauber gemacht wird. Wie geschieht das? Naja, wenn jeder Geschäftsführer, der irgendetwas arbeitet, entweder ein Solo-Selbstständiger oder ein Geschäftsführer, ja, immer wird, ja, so wie der Supermarktleiter als Geschäftsführer, der Hausarzt, Gesundheitsgemeinschafts-Teamleiter, der
entweder der Arzt oder wer auch immer dann der Teamleiter ist, der sagt sich ja, ich muss dafür sorgen, dass das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und der Wohlstand meiner Kunden, Mitarbeiter und Anwohner besser wird. Das heißt, er wird also dafür sorgen, dass niemand durch irgendwelche Abgase seiner Firma in irgendeiner Weise geschädigt wird, denn auch wenn die Abgase dann vielleicht weit wegfliegen und dann am Rande Deutschlands nur die Leute schädigen, aber auch deren Verschlechterung des Wohlfühlens wird mit einem natürlich reduzierten Faktor in seine Verdienstzuschüsse-Ermittlung eingerechnet werden, sodass also quasi jeder Geschäftsführer sich verantwortlich fühlt, besonders dafür, das unmittelbare Umfeld um seinen Betrieb sauber zu halten und sauber zu machen, giftstofffrei zu machen. Und so überspannt quasi, das ganze Land ist überspannt von solchen Kreisen, sodass, wo jeder Geschäftsführer alles dafür tut, seine Umfeld giftstofffrei zu halten, weil er danach seine Verdienstzuschüsse berechnet werden. Und wenn wir das jetzt in 200 Staaten der Erde haben, dann sorgen diese 200 Staaten der Erde eben alle dafür, dass sie alles sauber halten, und dann wird die ganze Erde gereinigt, weil kein anderes Verhalten sich mehr rechnet, sich mehr finanziell rechnet, als das Giftstofffreihalten der gesamten Umwelt, damit nämlich die Menschen durch diese Gifte nicht mehr geschädigt werden können. Ja, das war, jetzt suchen wir wieder das Ende, und ich höre mal, ob Öffi noch irgendwas Wichtiges als Schlusswort hat. So. Ja, Dylan, danke für deine Worte. Und ja, ich habe den Wunsch, die Einladung, die herzliche Einladung an jeden Menschen, das zu prüfen, ob er wirklich so glücklich innerlich ist, in dem Zustand, in dem er ist, dass er das so bleiben lassen möchte, oder ob er es weiterentwickeln möchte. Das wäre ja das Dümmste, was uns im Leben passieren kann. Also noch vor dem Punkt, dass wir die dümmsten Kälber sind, wenn wir unsere Schlechter selber wählen. Wenn wir uns selber gar nicht fragen überhaupt, geht es mir denn so gut, dass ich da so bleiben will, oder will ich was ändern insgesamt? Gibt es auch ein schönes Spruch eines französischen Literaten so. Denn das Leben ist ein verlorenes Gut, wenn man es nicht so gelebt hat, wie man es eigentlich gewollt hätte. Und wir haben die Chance im Moment, dass wir uns hinsetzen können und können uns die Frage einfach stellen. Also einfach mal nicht nur funktionieren überall, sondern sich mal rausnehmen und sich die Frage stellen, ist das so das, was ich haben will, wie ich es haben will? Oder kann man es ändern? Wie kann man es ändern? Was kann man machen? Und dann könnt ihr mitprüfen, was diese Angebote vielleicht auch wert sind, was wir hier so vorschlagen. Also intensiv könnt ihr das im Forum auch mitlesen. freie-argumente-kultur.de. Ja, also seid herzlich eingeladen, herauszufinden, was euch wirklich glücklich macht. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann haben wir es für heute. Ja, also das war's für heute. Ich schalte die Aufnahmemaschine für die Sendung, die morgen früh erscheint, auf Stopp. Tschüssi.